Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um Josephine Welch, Ex-BTN-Star, also Berlin Tag und Nacht. Dort hat sie mitgespielt, ist auch relativ bekannt auf Instagram und hat jetzt wieder mal gegen ihren Ex-Mann, Freund, whatever, rausgehauen. Ja? Es ist wirklich unfassbar und da wird einiges, ja, gesagt, was schon heftig ist und das wollte ich euch hier natürlich nicht vorenthalten. Danke an die Leute, die mir das auch zugeschickt haben. Ich muss auch noch zur Vorgeschichte erzählen. Das Ganze hat jetzt letzte Woche vor ein, zwei Tagen schon begonnen. Da hatte sie auch schon mal eine Story gemacht und so ein bisschen drüber gesprochen und ja, ihren Ex, sage ich jetzt mal, jetzt nicht sonderlich positiv erwähnt. Und Kritik ist ja auch vollkommen berechtigt. Wie gesagt, wir waren ja alle nicht dabei. Und das war ja auch ganz interessant. Da gibt es ja wohl einige Gerüchte, die da im Raum stehen, ja, dass er da wirklich ein bisschen toxisch auch sein soll und nicht so ganz cool. Und sie hat dann aber, ja, diese Story dann trotzdem, ja, in der Öffentlichkeit rausgehauen. Kann man natürlich jetzt auch kritisch sehen. Das fand er auf jeden Fall auch nicht so cool. Und der hat dann im Wald, habe ich auch mir angeguckt, auch einen langen Talk gemacht, wo er dann auch eine Story nach der anderen rausgehauen hat. Und davon erzählt hat, dass sie nicht gerade das Gelbe vom Ei sei und hat auch einige Punchlines gegen sie rausgehauen. Also wer jetzt da am Ende die Wahrheit spricht, das will ich aus der Ferne gar nicht sagen. Aber der hat auf jeden Fall so Dinge auch behauptet, auf die sie jetzt auch in der neuen Story Bezug nimmt. Und dann sagt sie auch, ja, in der Story gleich einiges zu einem Punkt, wo ich sage, ey krass, da soll sie gesagt haben, ja, ich schicke die Kinder ins Heim oder ich würde die Kinder am liebsten ins Heim schicken. Und ja, da sagt sie einiges zu und er hat ja auch irgendwelche Nachrichten, die er leaken könnte, wie er, wie sie über die Kinder spricht und dass sie überhaupt nicht klarkommt und gar nicht die Fähigkeiten hat, diesen Hof da alleine zu führen und Co. Und er macht sie da auch schon ziemlich schlecht, aber irgendwie merkt man, dass beide, glaube ich, gerade nicht das Gelbe vom Ei sind. Ja, man muss ja immer fair bleiben. Ich glaube, beide benehmen sich da jetzt gerade nicht so sonderlich cool. Und sie sieht auch sehr fertig aus. Das habe ich bei meinem letzten Video über sie schon gesagt. Ich finde, sie sieht sehr fertig aus. Wenn man sie jetzt früher bei Berlin Tag und Nacht gesehen hat, da wirkte sie auf jeden Fall wesentlich fitter und wie gesünder, vitaler. Sie sieht jetzt momentan nicht sonderlich gut aus. Man merkt, dass das schon sehr stressig gewesen sein muss. Und er soll auf jeden Fall auch nicht sonderlich empathisch gewesen sein, als sie das gemeinsame Kind verloren hat. Erstmal mein Beileid dafür, ja. Und das ist für beide natürlich schwierig, aber er sollte auf jeden Fall nicht sonderlich empathisch auch gewesen sein. Da gibt es auch weitere Dinge mit den Hunden und Co. Da möchte ich mich jetzt gar nicht einmischen. Ja, es gibt immer auch, wie gesagt, eine Unschuldsvermutung in Deutschland, bevor ich jetzt Ärger bekomme. Und ob das jetzt alles so stimmt, wie sie das jetzt hier auch in der Story sagt, da muss man ein Fragezeichen hintersetzen. Ich möchte es euch trotzdem hier zeigen als Zitat und finde es ganz spannend, das hier nochmal aufzudröseln. Wir sind alle angekommen, ich bin hier dick eingeparkt. Wir haben ja die Heizung immer noch nicht angeschlossen. Es wurde ja sowieso, als wir hier auf den Hof gezogen sind, als erstes Mal das Hundehotel ausgebaut. Das war ja Priorität. Aber sowieso dafür war mein Geld, was ich durch meine Instagram-Scheinwelt, also wie gesagt, ich habe immer alles ehrlich und aufrichtig gemeint, stand hinter allem und habe das voll gelebt und dann gemerkt, dass ich komplett verarscht werde. Aber wie gesagt, dafür ist das Geld gut genug, wenn man schon den ersten Monat zusammenzieht und ich die Miete dann komplett allein trage und vier Seitenhof hole, damit die Hunde Platz haben. Als erstes das Hundehotel gemacht wird und ich hier im Wohnanhänger hause mit meinem Kind. Und ein Auto muss das auch sein und genau das Auto. Und ja, Geschenkgeld für die Kinder, also nicht mal meine Kinder, für die Geschenke war ja auch nicht da. War mein Pferdchen hier, meine Vollcross da. Also da war das irgendwie ganz gut, dass ich Geld verdiene. Und jetzt hören wir mal auf, über Geld zu reden. Ich habe die Geschenke auch ausgesucht, nicht die Geschenke für meine Kinder. Ich habe Geschenke ausgesucht, ich habe sie gekauft, ich habe sie eingepackt, ich habe Urlaube organisiert, wie gesagt bezahlt, aber davon abgesehen, ich habe die Sachen gepackt, nein, nicht nur meine Sachen, nein, nicht nur die Sachen von meinen Kindern, also das ist schon ganz schön krass, also wie gesagt, ich war komplett Alleinverdiener und musste mir dann solche Sätze anhören, als ich komplett depressiv gewesen bin, weil ich
das zweite Kind hatte, unsere erste Tochter gestorben ist. Und ich dachte, es wird sich alles wiederholen, was ist, wenn das nochmal passiert. Komplett am Boden liegen und ich sage, ich kann das mit Instagram nicht mehr. Dann kriegst du so einen Spruch gedrückt wie, dann geh doch zu Lila an der Kasse. Ja, hätte ich mal noch am besten noch nebenbei machen sollen. Weil ich habe ja auch in der Schwangerschaft gearbeitet, direkt nach der Schwangerschaft, also... Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, warum hier keine dreckige Wäsche gewaschen werden soll, weil sich dann nämlich 1000 Frauen melden. Und er kann das ruhig veröffentlichen, mit Kinder ins Heim geben. Also erstmal, wie oft hat jemand schon mal was gesagt, wenn er wütend, traurig, verletzt ist, was er nicht so meint. Aber davon mal abgesehen, ich war wirklich am Ende. Habe ich schon gesagt, ich habe Panikattacken gehabt. Ich hatte das Gefühl, ich kann keine Sorge mehr tragen für meine Kinder, weil ich keine Kontrolle über meinen Körper hatte, weil ich diese Panikattacken überhaupt null kontrollieren konnte. Und das kann ruhig schon mal passieren, wenn man von heute auf morgen erfährt, dass jedes Kind, was jetzt hier rumläuft, auf einer Lüge entstanden ist, schon von Anfang an belogen und betrogen wurde. Und es wurde ja erst zum Ende der Beziehung ganz grausam, wurde ja gesagt, obwohl ich ja empfunden habe, dass das alles perfekt gelaufen ist. Aber dass man dann noch versucht, Kinder weiterzukriegen, obwohl er ja sagt, die Beziehung war so doof, ist auch komisch, weil ihr wusstet alle, wir hatten einen Kinderwunsch. Und ihr wusstet, was ihr nicht wusstet, ist, dass ich auch einen Abbruch hatte. Beziehungsweise, Abbruch heißt es ja, wenn man das selber macht, sondern ich habe ein Kind verloren gehabt, hatte eine Ausschabung gehabt und wurde dann mit 6 Kindern allein zu Hause gelassen. Und wo war der her? Auf jeden Fall da, wo es echt ungünstig ist, die Kinder mitzunehmen, wenn sie im Auto warten müssen. Also Leute, ich bin nicht perfekt, er darf alles veröffentlichen und klar, ich glaube, jeder hat seine Leichen im Keller. Was ich weiß, ist, dass ich mir immer versuche, die größte Mühe zu geben. Was ich noch mehr weiß, ist, dass ich in dieser Beziehung alles gegeben habe und mich selbst, komplett selbstlos, konnte dieser Mensch über meine Finanzen verfügen. Also, wie gesagt, aber... Gehen wir mal von dem Geld komplett weg. Ich habe mich der Kinder angenommen. Ich hatte hier einen ganzen Zirkus. Und jetzt sowas, beziehungsweise das Krasseste ist noch, all die Sachen jetzt zu klauen, die ich all die Jahre bezahlt habe. Das ist... Aber du kannst machen, was du möchtest. Ich habe mich aufgegeben, komplett. Aber das wird dann alles in Dreck gezogen. Weil ich Scheiße gebaut habe? Ich... wollte auf gar keinen Fall dreckige Wäsche waschen. Ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Nicht darauf warten, wann der nächste Hammer kommt. Es geht um Lebewesen. Es ging das erste Mal um Hunde, die mir weggenommen worden sind. Und er hat mich danach überall blockiert. Kein Lebenszeichen. Und jetzt erzählt er wollte mir Arbeit abnehmen. Lässt hier aber 10 Kilo vergammeltes Fleisch auf dem Grundstück stehen. Und das Haus sieht aus wie sonst was. Und komischerweise, es war ja auch der Wohnanhänger, das Auto... Alles war weg und ich bin nicht rangekommen. Im Nachhinein gab es immer eine logische Erklärung. Er wollte den Wohnanhänger reparieren lassen. Der kam genauso kaputt wieder, wie er vom Hof gegangen ist. Und diesmal ging es um einen Welpen. Und ich soll zur Polizei gehen. Das ist ein Lebewesen. Ich habe jetzt noch nicht mal die Anzeige, die ich im Sommer gemacht habe. Da ist noch nichts passiert. Ich soll zur Polizei gehen. Also... Deswegen denke ich mir eigentlich nur, dass er den Hype haben möchte, was er mir ja unterstellt. Dass ich die ganze Zeit so raffgierig bin. Diejenige, die das Ganze hinschmeißen wollte, weil sie es einfach nicht mehr konnte. Weil ich einfach, ja, emotional mit mir zu tun hatte. Wie gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich werde das mit den Welpen veröffentlichen, wenn ich dazu jetzt keine Aussage kriege. Wenn es da kein Herankommen gibt. Wenn ich nichts erfahre und keine Info kriege. Und von heute auf morgen, wie fühlt sich dann halt an. Ich habe in der ganzen Beziehung ja schon das Messer in den Rücken gesteckt bekommen und jetzt lasse ich den hier wieder auf dem Hof. Frag ihn noch 2 Stunden, bevor er geht. Was braucht der Welpe alles? Was mache ich jetzt? Bliblablub. Er geht und der Welpe ist weg. Und um noch mal einmal darauf zurückzukommen, zu den Leuten, die sagen, warum jetzt und hier? Warum jetzt oder warum überhaupt hier? Oh, ich hätte mir so gewünscht, wäre es eine gewesen. Eine Frau vor mir, von über Tausenden.
Ich hätte es mir so gewünscht, hätte eine mal richtig auf den Schlamm gehauen und mal einfach ausgepackt. Dann wäre mir einiges erspart gewesen. Und ich hoffe, dass durch mich einigen anderen etwas erspart bleibt. Aber alle hatten Angst. Alle hatten Angst. Und ich brauche nur keine Angst haben, weil ihr da seid. Nur deswegen brauche ich keine Angst haben. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Frauen mir geschrieben haben. Es ist so mutig. Und es sind nicht irgendwelche Frauen, sondern alle, die ihn kennen. Es ist so mutig, was du machst. Das hätte ich mich nie getraut. Und es tut mir so leid. Die haben sich gefreut, dass ich gekommen bin, dass sie ihn los sind. Dass da endlich, und das ist das Einzige, was ich auch hoffe. Bitte lass ihn jemanden finden. Ich hoffe so sehr, dass er die große Liebe findet und glücklich wird. Weil erst dann bin ich frei. Erst dann bin ich frei. Bitte, 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 bitte. Ich gebe ihr sogar recht, dass man auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, bestimmt jeder schon mal irgendwas im Streit gesagt hat oder geschrieben hat, was man jetzt am nächsten Tag dann vielleicht bereut hat oder sich geärgert hat drüber. Ja? Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert und ich glaube, es gibt ja auch so eine Redewendung, das kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus meinem Sprachgebrauch, ich könnte dich am liebsten jetzt gerade an die Wand klatschen, das macht man ja dann trotzdem nicht. Ja? Und ich finde auch so private Sachen, egal ob das jetzt von ihr ist oder von ihm, so in der Öffentlichkeit breitzutreten, braucht man doch jetzt nicht. Ja? Also beide haben sich das auch gegenseitig vorgeworfen. Ich glaube, beide merken, okay, die Story-Views sind gut laufen. Aber ob das am Ende dann für die Kinder so cool ist, ich würde den beiden den Ratschlag geben, sich da zurückzunehmen in Zukunft und sich mal zusammen hinzusetzen und zu sagen, Mensch, was ist denn jetzt hier Phase? Wie können wir das jetzt hier noch halbwegs erträglich für uns gestalten, das Leben? Die Kinder sind noch sehr klein. Die werden die nächsten Jahrzehnte noch miteinander Kontakt haben. Also sollten sie sich für die Kinder zusammenreißen. Das ist jetzt nur mein Ratschlag. Auf jeden Fall heftige Nummer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr mehr solche Videos auch haben wollt, schickt mir gerne weitere Sachen zu und zeigt mir das in Form von Kommentaren, Likes und auch ein paar Abos. Würde ich mich sehr freuen. Wir sind über 24.000. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Und ich kann euch versprechen, morgen wird es auf jeden Fall wieder stressig. Trashig. Für mich wird es jetzt trashig, weil ich das... Nee, stressig. Für mich wird es jetzt stressig, weil ich das doch hochladen muss. Und ich bin schon ein bisschen fertig. Für mich wird es ein bisschen stressig, damit ich das jetzt hier noch für euch hochlade. Aber es wird morgen für euch wiederum wieder trashig. Das verspreche ich euch. Also bleibt dabei und lasst ein Abo da. Und das lasse ich jetzt mal drin. Wie oft ich mich verspreche, das möchtet ihr gar nicht wissen. Ja, wie oft ich hier die Takes wiederholen muss. Aber das lasse ich jetzt mal drin. Das macht, glaube ich, auch hoffentlich sympathisch. Bis dann und ciao, ciao.